Hallo Leute, mein Name ist HTC und willkommen zu einer weiteren Folge von meiner Factorio-Serie. Letztes Mal haben wir es geschafft, die roten Flächen zumindest minimal zu automatisieren, so dass die Forschung nicht mehr nachkommt. Okay. Wir produzieren ein bisschen Eisen. Die rote Forschung ist bald alle. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir zu grünen Flächen kommen. Und dazu verlängern wir einfach mal den Bus hier nach oben. Und dann schauen wir uns das Rezept an für die grünen Flächen. Fließband und Greifarm 6 Sekunden. Okay, Greifarm braucht eine halbe Sekunde. Und das braucht auch eine halbe Sekunde. Ich denke, da sollten zwei Maschinen je genügen für 6 grüne Fläschchen. Aber dann brauchen wir ja noch etwas Eisenzahnräder hier und hier. Das sind dann wahrscheinlich 3 Maschinen für Eisenzahnräder und die Schaltkreise. Eine halbe Sekunde. Das heißt, wir brauchen auch hier etwas. Okay, fangen wir einfach mal hier an. Ne, das wird nicht funktionieren. Ich möchte gern die Platten gleichmäßig von den Bändern nehmen. Und hier haben wir vom äußersten Band genommen. Das heißt, hier nehmen wir vom zweitäußersten Band. Okay. Und keine Greifarme mehr. Das ist tragisch. Dafür ein bisschen Eisenerz in der Tasche, wo ich nicht weiß, woher. Und dann brauchen wir hier noch Eisenplatten. Voilà. Und lange Greifarme. Das Ganze auch wieder rausgeht. Strom.
Gut, die letzte rote Forschung. Waren wir hier mal bisschen Zahnräder. Okay. Heißt, hier zweimal das machen. So rum. Okay, dann haben wir ja schon fast die Hälfte. Zwei. Drei Farme. Natürlich. Und Greifarme sind auch alle. Rote Fläschchen in der Tasche. Bringt brauche. Keine Puls mehr. Kein Strommassen. Waren 5 und ich brauche einen mehr. Möglicherweise. Sind jetzt die Greifarme zu langsam? Auch hier wieder eine Kiste dazwischen.
Keine. Ist bin neuer. Darum. Und der Rest geht in die Kiste. So, und dann bauen wir doch nochmals 5 Labore, weil die Fläschchen, die können einfach so durchgereicht werden. Das sollte doch die Geschwindigkeit etwas erhöhen. Natürlich, sobald die Labore gebaut sind. Okay, wir müssen wahrscheinlich wieder mal schauen, wie es so aussieht mit den Nestern hier außenrum. Vielleicht können wir auch hier noch ein Radar platzieren. Okay, Kiste ist noch nicht ganz voll. Oh, Forschungsgeschwindigkeit verdoppelt. Sieht so aus. Tja, vielleicht wäre es an der Zeit. Eine Turbine anzuhängen. Auch ein bisschen okay, und damit sind wir die reine rote Forschung durch, und ich denke, wir machen weiter mit dem. Dann können wir unsere Maschinen mit effizienteren ersetzen. Hier so aus. Da fehlt mir doch glatt Eisen. Wie geht die Forschung ab? Was wir brauchen, ist ein bisschen mehr Kohle.
Im Moment. Okay. Dann machen wir hier weiter mit der Forschung. Dann denke ich, zwischen dieser Folge und der nächsten werde ich wieder mal eine Runde machen. Einfach um sicherzustellen, dass wir keine bösen Überraschungen von Aliens fürchten müssen. Nun, wenn wir uns überlegen, was die nächsten Schritte sind, es geht natürlich weiter Richtung Forschung, aber wir brauchen auch noch so ein paar andere Dinge nebendran, wie Fließbänder, Greifer etc. Und ich denke auch grüne Schaltkreise könnte hilfreich sein. Die brauchen wir für jegliches. Drum denke ich, werde dann könnten mal aha. Diese Bänder nach oben durchziehen. Sehen, was hier so kommt. Ja, natürlich nur, wenn wir genügend haben. Okay. Das heißt, hier kommt das letzte Stahlband hin. Das heißt, hier auf dieser Seite hätten wir wieder etwas Platz, um was zu bauen. Und dann kommt der nächste Bus hier hin. Gut, das war's. Dieses Mal eine etwas kürzere Folge. Aber wir haben doch die Forschung etwas gepimpt und wir haben grüne Fläschchen. Das lässt sich doch sehen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.